Locken der Nacht. Helle Tränen tropften von ihren langen Wimpern, rollten die zarten Wangen hinunter und sammelten sich in ihren natürlichen, nach oben zeigenden Mundwinkeln und ihrem Amorbogen, der bogenförmigen Grenzlinie des Lippenrotes ihrer schön geschwungenen Oberlippe. So schön und zerbrechlich sah sie aus, dass Urantias Herz erweichte. »Warte hier«, sagte sie. Nataliens Herz glomm vor Hoffnung. Urantia lief zurück durch die Tür, hinter der Natalie Romana nur eine tiefe Schwärze sehen konnte. Eine unbekannte Musik schallte aus den Tiefen des Flures und Geräusche eines Fernsehgerätes, das den frühen Tag mit Unterhaltung begrüßte. Ein paar Minuten später, in denen sich Natalie im ärmlichen Treppenhaus des Domizils ihrer Freundin umgesehen hatte, kam Urantia zurück, begleitet von ihrem älteren Bruder Hubert. Natalie erkannte ihn, der früher oft ihre Koffer getragen und im Garten ausgeholfen hatte. Ein freundlicher Knabe war er gewesen, der sich stets über ein paar Bonbons oder ein Stück Schokolade gefreut hatte. Jetzt stand er vor ihr, ein erwachsener Mann mit einem kurzen, nicht unbedingt gepflegten Bart und großen, dunklen Augen. Auch sein Haar zerzaust, sein halbärmeliges Hemd nachlässig aus der Hose hängend. »Erinnerst du dich an meinen Bruder?«, fragte Urantia. »Hubert«, rief Natalie. Überwältigt von einem Gefühl der Vertrautheit, stürzte sie auf ihn zu, umarmte auch ihn und legte ihren Kopf an seine Brust. Hubert zögerte, dann schlang er seine Arme um ihren schmalen Körper und hielt sie fest. »Kümmere dich um sie«, bat Urantia ihren großen Bruder. »Ihr könnt mich später abholen, dann sehen wir weiter.« Dann gingen sie, die beiden zurücklassend. Eine Weile standen sie noch so im Eingang des Hauses. Schließlich befreite sich Hubert sanft aus der Umklammerung, sah Natalie tief in die Augen und sagte, »Komm mit«.